Stern über Bethlehem. Dieses Lied gehört inzwischen bei vielen Kitas und auch Grundschulen ins Repertoire. Und das auch zu Recht, meine ich. Es ist sehr schön zu singen, vielleicht nicht ganz so leicht zu spielen. Ich zeige euch jetzt die leichte Begleitung, die ich gespielt habe gerade, damit ihr sofort auch mitspielen könnt. Und danach noch einige Variationen. Übrigens habe ich die C-Dur-Tonart gewählt, nicht weil ich unbedingt das F dabei haben wollte, sondern alle sechs Griffe sollten möglichst leicht sein. Und warum das die Tonart ist, die wirklich die leichteste meiner Meinung nach ist, das zeige ich euch dann noch am Ende des Videos. Also die Begleitung, die ich gewählt hatte, war der Allround-Schlag 1. Das ist meiner Meinung nach die leichteste Begleitung. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Der Wechsel erfolgte hier immer nach zwei Schlägen sozusagen. 1, 2 und 1, 2, F und G. Jetzt vielleicht eine etwas ungewöhnliche alternative Begleitungsmöglichkeit im Reggae-Modus. Der zeichnet sich dadurch aus, dass wir die 1, also den ersten Schlag, entweder leiser spielen oder auch so gut wie gar nicht anschlagen. Eigentlich nur so einen Klopfer machen ja auf die Gitarre, den man aber auch gar nicht hören muss. Die Begleitung als solches auf C-Dur funktioniert so. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4. Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Nächste Methode wäre zum Beispiel das Plektrum-Picking. Das funktioniert so. Einmal runter und drei Töne von unten angeschlagen sind auch 4. 1, 2, 3, 4. Die Geschwindigkeit wäre dann ungefähr so. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, für uns zum Kind. Und jetzt noch zum Schluss mal eine Methode ohne Plektrum. Wir spielen mit den Fingern. Und zwar die Reihenfolge ist Daumen, Zeige, Mittel, Ringfinger. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, als was im Viervierteltakt passt. Das würde zum Lied natürlich auch passen. Ich zeige hier, wie ihr das vielleicht auch schon gemerkt habt, immer wieder die gleichen Alternativen, meistens zumindest, damit ihr einfach in diese alternativen Begleitungsmuster reinkommt. Und das lernt man nur, indem man einfach immer wieder wiederholt. Es geht nicht darum, dass ihr 20 Variationen habt, vielleicht im Endeffekt 3, 4 oder 5. Und damit kommt ihr sehr gut über die Runden. Jetzt aber noch, was ich am Anfang angedeutet habe, ein ganz bisschen Theorie. Die bringt euch aber auf Dauer auch weiter. Jetzt gehen wir auf die Frage nochmal ein. Warum ist C-Dur vielleicht die einfachste Möglichkeit, dieses Lied zu spielen? So, in der Grundstellung des Transposers sehen wir, beide Lineale sind auf C eingestellt, auf unserer Einstellmarke hier in der Mitte, die römische 1, gleichzeitig die erste Stufe. Man spricht hier von Stufenakkorden, wenn man hier diese Nummerierung durchgeht, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Hier wiederholt sich alles. Bis zur sechsten, das sind im Grunde die Hauptakkorde. Die rot gekennzeichneten 1, 4 und 5 sind Dur-Akkorde. Die gelben sind Moll-Akkorde. Und zwar sind das immer die Moll-Parallelen der Dur-Akkorde.
Man muss jetzt nicht unbedingt wissen, was Mollparallelen sind. Kann ich mal im anderen Video erklären. Ist auch eigentlich unwichtig. Das sind auf jeden Fall immer die passenden Mollakkorde zu den Durakkorden. Im Lied hatten wir jetzt ausnahmsweise mal, das kommt ja recht selten vor, alle drei Durakkorde und alle drei Mollakkorde. Seht ihr hier C, F und G, erste, vierte, fünfte Stufe, zweite, dritte und sechste Stufe sind Mollakkorde. D-Moll, E-Moll, A-Moll. Egal welche andere Tonart wir wählen, die einfachsten wären ja immer noch mit D oder mit G-Dur am Anfang. Die gehen wir mal beide durch und schauen, was da rauskäme. In D-Dur hättet ihr also von oben nach unten übertragen. Dann hätten wir die Akkorde D, G und A, die sind leicht. Wir hätten hier E-Moll, aber hier käme schon ein Fis-Moll, also ein Barré-Griff, für die meisten wahrscheinlich nicht zu spielen. Und auch ein B-Moll wäre hier im Normalfall auch ein Barré-Griff im zweiten Bund. Gehen wir mal auf G-Dur, was da rauskäme. Da hätten wir die Hauptakkorde in Dur, G, C und D. Die Mollparallelen wären hier A-Moll, B-Moll wieder und E-Moll. Für diese Variation, da zeige ich euch gleich noch eine Möglichkeit, wie man eventuell diesen B-Moll doch spielen könnte, auch wenn man kein Barré spielt. Wir gehen noch mal eine Stufe weiter, zum Beispiel auf A-Dur könnte man ja denken. A sind drei einfache Grundakkorde. A, D und E gehören zusammen. Aber die Mollparallelen wären dann B-Moll, Cis-Moll und Fis-Moll. Können wir also im Grunde auch vergessen. Gehen wir noch mal zurück auf G-Dur. Da hatten wir ja ein B-Moll. Das wäre die einzige Schwierigkeit gewesen. Das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Der Trick wäre hierbei, dass wir B-Moll im Grunde gar nicht genau spielen, sondern spielen B-Moll 7. Den kann man nämlich auch ohne Barré greifen. Der kleine Finger ist im zweiten Bund auf der E-Seite. Der Ringfinger, zweiter Bund G-Seite. Der Mittelfinger, zweiter Bund A-Seite. Der Zeigefinger ist nicht wie bei B7 hier noch drauf auf der D-Seite. Der ist in der Luft. Und damit hätten wir einen B-Moll 7. Den könnte man sozusagen als Ersatz für B-Moll spielen. Noch eine andere Sache, eine Kleinigkeit aber nur. Wem das Ganze zu tief ist in C-Dur, hat die Möglichkeit mit dem Capodaster das ganz leicht zu verändern. Ihr bleibt dann auf den Griffen, aber ihr spielt einfach durch das Aufsetzen des Capodasters einfach etwas höher. Die ganze Gitarre klingt etwas höher vom Ton her und dann singt ihr natürlich entsprechend höher. Das war's schon. Wem das Ganze gefallen hat, gebt mir vielleicht noch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und teilt das Video an andere, wo ihr denkt, die könnten das vielleicht auch gebrauchen. Bis zum nächsten Video. Ciao.